Okay. Ja, der ist eh gleich down. Einer trifft mich, einer trifft dich. Sehr gut. Sie kommen. Jetzt gilt es. Jetzt gilt es? Noch ein. Doch mal! Sie sind hier. Ich kann sie aufhalten. Sie werden den Hangar zerstören. Genug! Hier, wenn sie böse ist, nun. Oh Mann, bin ich froh, Mann, bin ich froh. Danke für die Hilfe. Was Neues von Kerl? Nein, noch nicht. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Wahrscheinlich hat er nur seinen Comlink abgeschaltet. Sir, was jetzt? Wir fliehen, bevor ihre Hauptstreitmacht eintrifft. Dann werden wir uns am Treffpunkt sammeln. Zuerst werde ich aber zurück ins Archiv müssen. Die Kontaktcodes des versteckten Pfads. Ich komme mit... Nein. Marin, du musst hier bleiben und die Mantis verteidigen. BD, geh mit dir. Halten Sie sich bereit, Grease. Wir sind bald zurück. Hey, Sir. Kommen Sie wieder. Sie schaffen das. Danke, Grease. Ich wette mit euch, Sir hat es gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Mit Kerl. Und deswegen auch diese Entscheidung. Huch. Da schießt doch jemand. Okay. Boah. Ich hoffe, Kerl ist okay. Aber wir müssen uns beeilen. Noch haben wir Zeit, die restlichen Anachoreten zu evakuieren. Und so viel vom Archiv zu retten wie möglich. Oh nein. Okay, los geht's. BD-1, bring das zum Mantis. Wir sehen uns am Treffpunkt wieder. Das Wichtigste, die Kontaktcodes. Geh. Jetzt. Oh oh. Sehr nein. Warum war das? Nein. Lang nicht mehr gesehen. Ich hatte gehofft, ihr wärt auf Nur ertrunken, als wir eure Unterwasserbasis gesprengt haben. Ihr täuscht euch, wenn ihr tatsächlich glaubt, dass eure Taten irgendetwas geändert haben. Die Festung hält Stand. Die Inquisition setzt ihre Arbeit weiter fort. Und ich bin gekommen, euch zu töten. Oh oh. Ich bezweifle, dass sie es packt, aber... Der kämpft ja noch nicht mal stark. Sie kann dem halt nichts entgegensetzen. Ihr vergeudet eure Zeit. Oh Gott. Und... Okay, das reicht. Ihr habt die Überreste der Jedi-Tradition zusammengetragen.
Oh oh. Jetzt wird's böse. Jetzt sag mal so, wie du willst wissen, ha? Wir müssen ihn tatsächlich, Anführungsstrichen, besiegen. Oh nein. Das wird ein Spaß werden. Dann würde ich sagen, los geht's. Darth Vader. Aber wie wir aus einigen Quellen wissen, ist Darth Vader auch nicht der... Also er ist mächtig, aber er ist nicht der Mächtigste. Wir wissen, wer ihn ordentlich schon mal wehgetan hat. Und ich meine nicht Luke Skywalker. Jetzt kommt die Stelle. Ihr habt die Überreste der Jedi-Tradition. Das zusammen. Können wir überspringen. Okay. Wow. Daneben. Darth. Okay. Oh Gott, der Darth Vader ist so mächtig, würde ich sagen. Au. 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 Sinnlos. Okay. Okay. Ui. Ihr seid stärker geworden. Nein. Ich habe mich nur von meiner Angst losgesagt. Das wird sich zeigen. Wie macht denn Obi-Wan? Oh, 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 au! Puh! Keine Chance gegen ihn. Darth Vader bekommt immer einen auf die Mütze, Alter. Er ist gar nicht so stark, ich sag's euch. Zwei. In welchem Star Wars Teil sind wir jetzt? Okay.
Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Boah. Dieser Kampf. Alleine mit der Macht. Boah. Das ist der einzige Nachteil. Darth Vader hat einen Nachteil. Diese Dinger nerven nur. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mich so massiv nervt. Aber Darth Vader hat einen riesigen Nachteil, wie man ihn bekämpfen muss. Man muss halt die ganze Zeit ununterbrochen blocken. So. Ihr merkt, er ist da nicht so... So, außer halt solche Schläge. Der ist nicht schnell. Der macht zwar Schaden, aber der ist nicht schnell. Sinnlos. So. Und ihr seht schon, wie viel Schaden wir ihm gemacht haben. Also ich hab's, glaube ich, jetzt raus gegen ihn. Nur nicht greifen lassen oder so. Kennen wir schon. Okay. Part 2. Geschickt. Nur wenn er rot wird, dann kritisch. Ich muss perfekte Blocks hinkriegen bei ihm. Okay, das war gut. Okay, Bro. Au. Das erste Mal, dass er sein Schwert geworfen hat, okay. Kennen wir auch schon. Und jetzt wirft er seine dummen Dinger die ganze Zeit rum. Müssen das anvisieren. Nein. Aha. Okay. Komm her. Oh ja. Jetzt war es das erste Mal, dass ich ein bisschen blöd agiert habe. Und ihr seht, wie viel er abgezogen hat. Oh nein. Ich heile mich trotzdem mal. Alles gut. Ja. Okay, sehr schön. Okay, gleich nochmal drauf. Okay, hau drauf, Diggi. Au. Okay, heilen, erstmal heilen, heilen, heilen. Au. Das war doch klar. Oh nein, Seer.
natürlich. Alles verloren. Sind Sie sicher? Ja. Sie sind sicher. Wir finden einen schönen Platz für Ihre Gräber. Die restlichen Anachoreten haben sich aufgeteilt. Das Imperium verfolgt sie. Könnte aber zurückkommen. Seer hat BD1 genug Zeit verschafft, um uns mit den Kontaktcodes des Pfads zu erreichen. Doch das ist alles, was von Ihrem Archiv übrig ist. Wir waren einer zweiten Chance schon so nahe. Was für ein schlechter Witz das doch ist! Sag mal, wie kann Boat ein Jedi und ein imperialer Spion sein? Er ist kein Jedi. Wie konnte er das schaffen? Er hat uns alle getäuscht. Ich hätte es dennoch spüren müssen. Schluss, es reicht! Kerl? Es reicht. Genug jetzt. Was Boat getan hat, ist nur seine Schuld. Es ist weder deine noch die von sonst jemandem. Es ist nur seine. Wir wissen, die Karten sind gezinkt. Aber wir entscheiden, wie gespielt wird. Schade, dass auf ihn kein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wir hätten ihn mit einem Gildentracker aufspüren können. Der Peilsender. So hat Boat uns auf Kobo erreicht. Ach, könnte er noch aktiv sein? Finden wir es raus. Mist, nichts. Verdammt! Kerl. Das Signal. Es ist schwach. BD-Verfolger ist. Nova Garen System. Moment, warum sollte Boat einen Umweg fliegen? Weil er eine Tochter hat. Vielleicht lebt sie dort. Wir könnten ihn dort einholen. Aber sieht nach einer Falle aus. Ja, tut es. Also, was sagst du? Maskieren wir es? Haben wir denn eine andere Wahl? Für Seer. Und Meister Cordova. Ich tarne unsere Ankunft. Okay. Ihr zwei schnallt euch lieber an. Ich fliege. Für Sie.